Leute, willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 9. Im letzten Video haben wir ein grandioses Theaterstück abgeliefert und haben uns ins Schloss geschlichen und diese beiden Kameraden aus ihren Rüstungen geprügelt. Na, fertig mit Umziehen sie dann? Schon, aber dieser Helm. Der müffelt irgendwie. Ach du Armer, meiner müffelt nicht nur irgendwie, der stinkt wie die Pest. Die Rüstung sitzt auch nicht recht. Am Rücken kratzt mich irgendwas. In den Stiefeln steht der Schweiß. Die Handschuhe sind glitschig wie ein Aal. Und die Taschen voll mit Kekskrümeln. Okay, hab verstanden. Aber sag mal, hast du die Viecher dabei, Blank? Na Logo, auf mich's Verlass. Naja, diese lustigen Gestalten. Sehr gut. Also dann gehe ich erstmal der Prinzessin ein bisschen Schlafpulver in den Tee schütten. Genau. Ein kleines Zeichen unserer Aufmerksamkeit sozusagen. Hehehe, die ratzen ja wie die Weltmeister. Wir sind nun im Schloss Alexandria. Wir haben uns tatsächlich ins Schloss reingeschlichen. Sehr mysteriös. Also, laut unseren Informationen befindet sich oberhalb der Treppe die Theaterloge der Königsfamilie. Alles klar. Aha, jetzt kommt glaube ich gleich die Szene, in der Markus sich in Cornelias Landhaus schleicht. Wir müssen unbedingt fertig werden, bevor der Akt zu Ende ist. Genau, bevor der Akt zu Ende ist. Ich glaube, hier gab es noch irgendwas. Hier hinten. Nein? Hier? Also ich bin der Meinung, hier gab es noch was. Okay, ich habe mich geirrt. Ach, ich glaube, hier gab es später noch was. Genau. Genau, wir gehen jetzt einfach mal die... oder? Können wir da? Oha, die Wachen. Ja, sehr knapp bekleidet. Irgendwelche Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Gut, weiter patrouillieren. Zu Befehl. Das sind alles so langhaarige, blonde, langhaarige Schönheiten. Amazonenkrieger. Weiter geht's. Na, 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 dab, 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 dab. Oh. Hä? Ziemlich ungewöhnliche Aufmachung. Verzeihung, würdet ihr mich bitte vorbeilassen? Nein, Gesichter haschen. Lug, lug. Habe ich vielleicht etwas am Mundwinkel? Nein, eigentlich... Eigentlich bist es nämlich du, auf die ich schon mein ganzes Leben lang warte. Die schlechteste Anmache überhaupt, glaube ich. Bitte? Ihr wartet schon euer ganzes Leben lang auf mich? Genau. Seit du geboren wurdest, träume ich davon, dir hier eines Tages zu begegnen, weißt du? Ihr nehmt mich auf den Arm. Nicht doch. Also wie könnte ich? Verzeiht, ich muss gehen. Hey, so warte doch. Sag mal, haben wir uns nicht schon mal irgendwo getroffen? Nein, ich... Nee, so ein hübsches Mädel kann ich nicht einfach so übersehen haben. Du bist doch nicht etwa... Hey, Sidan, was geht denn da ab? Was geht denn ab da oben? Also, bitte verzeiht. Voll über den Haufen gerannt. Was zum... Was läuft hier eigentlich? Beeil dich, das war gerade Prinzessin Garnett. Im Ernst? Genau. Man... Ihr habt bestimmt die... Natürlich, die weiße Kutte, gesehen. Oh Gott, die beiden. Oh nein. Furchtbar, sag ich. Sag ich. Unvorstellbar, sag ich. Das wird Königin Brain aber gar nicht gefallen, sag ich. Schnell, sag ich. Die beiden, Die beiden Clowns, Mann, Mann, Mann. Son und Zon. Furchtbar, sag ich. Sag ich, sag ich. Die beiden, die, oh. Die sind so dämlich. Nein, 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 nein. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das auch echt wahr, frag ich. Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Nee, ich lüg doch nicht, sag ich. Erstmal so schnell wie möglich zur Königin Brain, sag ich. Ach du Scheiße. Die beiden, Na, na, na. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das auch echt wahr, frag ich. Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich. Schnell zur Königin Brain, sag ich. Boah, die beiden, bekloppt. Bekloppt, die beiden. Eure Majestät, furchtbar, sag ich. Im Moment wünscht Ihre Majestät nicht gestört zu werden. Kommt später wieder. Ist es ein dringendes Anliegen? So ist es, sag ich.
Dringend, sehr dringend, wahnsinnig dringend, sag ich. Wenn dem so ist, so werde ich die Botschaft überbringen. Ich bitte darum, sag ich. Warum blustert diese Wehr, trägt sich mal wieder auf? Nun, worum geht es? Prinzessin Garnett ist... Blablabla, Schwall. Ganz furchtbar. Ich verstehe. Wartet hier einen Augenblick. Na, 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 na. Boah, die fette Königin, ey. Ich versuche gerade das Stück zu genießen, also verbitte ich mir nicht gestört zu werden. Ich bitte um Verzeihung, aber Prinzessin Garnett ist... Ach ja, wo ist Garnett überhaupt? Es scheint, als hätte sie das königliche Amulett genommen und sich aus dem Schloss geschlichen. Wie bitte? Was denkt sich die Göre dabei? Generälin Beatrix? Jawohl. Und auch ihr, Hauptmann. Hauptmann. Hauptmann Steiner. Hauptmann Steiner. Zur Stelle. Schafft mir sofort Garnett wieder her. Zu Befehl. Wie ihr befehlt. Blablabla. Kein Wunder, bei so einer fetten Mutter, beziehungsweise bei der fetten Königin, würde ich auch abhauen. Pluto-Truppe. Kompanie angetreten. Nanu? Kompanie angetreten. Keiner da? Hauptmann Steiner! Kompanie zur Stelle! Was soll das, ihr Komiker? Wo ist der traurige Rest? Die anderen sechs, meine ich. Tja, die sind weg. Die haben gekündigt. Oh, die beiden sind so lächerlich aus. Was soll diese lächerliche Darbietung? Auf Befehl von Königin Brain. Zieht euch sofort was an und sucht Prinzessin Garnett. Ja, wir suchen Prinzessin Garnett. Ach du Scheiße. Ah, sie haben sich wieder angezogen. Wahnsinn, oder? Aber an der Geschichte ist wohl was dran. Nicht zu fassen. Aber du weißt immer als erster Bescheid. Was, David? Naja. Hey, ich bin in dem Spiel dabei. Potztausend! Obwohl ich befohlen habe, die Prinzessin zu suchen, halte die Herrin hier also ein Schwätzchen. Oh, Hauptmann. Habt ihr das schon gehört? Weimar hat wohl was mit dieser Kellnerin Resi, glaube ich. Interessiert mich das vielleicht, du Kreton? Geh sofort die Prinzessin suchen, und zwar zackig. Schon unterwegs. Wir müssen jetzt im ganzen Schloss alle Soldaten einsammeln. Von der Pluto-Truppe. Hier, das sind die ganzen Mitglieder. Die müssen wir alle einsammeln. Jetzt gibt es aber was hier, oder? Genau. Eine Phönixfeder. Oh yeah. In der Gestalt von Hauptmann Steiner. Mal gucken, ob es bei Mocknet etwas gibt. Vorhin kam ein Brief von Kupo an. Kupo, willst du mit mir lesen? Okay. Heute habe ich in der Burgstadt ein Kind gesehen, das hat 54 Sprünge beim Seilspringen geschafft. Absolut Kupo. So viel schaffe ich beim besten Willen nicht. Schaffst du auch 45 Sprünge, Kupo? Ich schaffe bestenfalls 18 Sprünge. Das ist ja unglaublich, Kupo. Übrigens, ich hörte mal, wenn man ganz viele Sprünge schafft, passiert etwas ganz Tolles, Kupo. Ja, das kann gut möglich sein. Wie gesagt, ich werde jetzt hier an dieser Stelle speichern und erstmal eine Pause einlegen. Es ist schon relativ spät. Und das reicht erstmal für heute. Ich habe das Projekt angefangen und es wird auf jeden Fall weitergehen. Wir merken uns einfach vor. Heute das Datum, das heutige Datum, mein Gott. Der 25. März 2010. Final Fantasy 9 hat das Licht der Let's Player-Welt von Lucifer entdeckt. Es geht morgen weiter. Hier, bei Let's Play Final Fantasy 9. Wir werden mit Steiner unsere Gruppe mal auf Vordermann bringen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Euer Lucifer.